Chronische Schmerzen können zu starken Einschränkungen im Leben führen und das Wohlbefinden enorm belasten. Hier sind 12 Tipps im Umgang mit chronischen Schmerzen, um dir Schritt für Schritt wieder mehr Lebensqualität zu verschaffen. Chronische Schmerzen können als Begleitsymptom von bestimmten Krankheiten auftreten oder auch als eigenständiges Phänomen, quasi wenn sich der Schmerz verselbstständigt hat. Am häufigsten sind Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen. Ja, chronische Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität enorm. Es kann den ganzen Alltag bestimmen. Jedes Gespräch, das man führt, dreht sich nur noch darum. Jede Minute des Lebens kann man nur noch diesen Schmerz wahrnehmen. Man zieht sich womöglich immer weiter zurück, isoliert sich zunehmend, gibt seine Hobbys auf, verbittert, wird depressiv, verliert jede Hoffnung. Man macht sich Sorgen um die Zukunft, ist gereizt, zornig, wütend, dass es alles nicht mehr so geht, wie es früher mal war, dass es einen selbst erwischt hat, dass man nicht die Dinge machen kann, die man machen möchte. Hinzu kommen oft Konzentrations- und Schlafstörungen, eine große Anspannung und ja, die Lebensfreude ist einfach weg. Was also tun? Eines an dieser Stelle vorweg, ich bin kein Arzt und kein Experte für Schmerzen. Schon nach kurzer Recherche habe ich festgestellt, dass es ein extrem komplexes und vielschichtiges Thema ist, das stark von der Psyche beeinflusst wird und damit aber auch durchaus veränderbar ist. Mein erster Tipp lautet daher, informier dich. Vor allem anderen, informier dich so umfassend wie möglich. Besprich ganz klar mit deinem Arzt, was jetzt Phase ist und was gemacht werden kann. Geh unter Umständen auch in eine Schmerzambulanz. Hol dir auf jeden Fall noch eine zweite Meinung ein. Es gibt spezielle Schmerztherapien. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie dieser Schmerz überhaupt entsteht, wodurch der beeinflusst werden kann. Stell sicher, dass du die besten Tipps im Umgang mit diesen Schmerzen kennst. Und ganz nebenbei vermeidest du auf diese Weise dieses Passivwerden und Resignieren und in Selbstmitleid versinken. Mein zweiter Tipp lautet, nimm den Schmerz an. Das bedeutet nicht aufzugeben und sich damit abzufinden. Aber es bedeutet, jetzt erstmal zu akzeptieren, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Also aufzuhören, dagegen anzukämpfen, weil du aus dieser Annahme heraus erst wirklich aktiv werden kannst. Wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann bleibst du immer in diesem Zustand, wo du einfach nur wütend bist, wo dich all diese Gefühle belasten, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und dass du sie ändern möchtest und dass du eben immer weiter dagegen ankämpfen willst und dass du vielleicht auch Hassgefühle auf deinen Körper entwickelst, weil der dir eben einen Strich durch die Rechnung macht. Und all diese Dinge kannst du nicht gebrauchen. Sie helfen dir nicht weiter. Also nimm die Situation erstmal so an, sag dir, okay, es ist jetzt, wie es ist. Aber gleichzeitig behalte im Hinterkopf, dass du alles, was du kannst, tun wirst, um diese Situation zu ändern, damit es dir wieder besser gehen kann. Drittens, reduziere Stress. Du hast beileibe nun wirklich schon genug Belastung durch diesen chronischen Schmerz. Deswegen reduziere alle anderen Belastungsfaktoren, so gut es geht. Pass deine Lebensumstände an die aktuelle Situation. Sorge dafür, dass du ausreichend schläfst, dass du dich gesund ernährst, dass du dich noch weiterhin bewegst. Dass einfach alles so gut wie möglich auf deine aktuelle Situation abgestimmt ist. Da unsere Psyche einen enormen Einfluss hat, kann es auch sein, dass Stress und eben diverse Belastungsfaktoren der Auslöser für diesen chronischen Schmerz war. Und deswegen gilt das vielleicht oder war das vielleicht ein Warnsignal an dich auch, um deine Lebensumstände zu überdenken und um sie anzupassen und um die Belastungsfaktoren zu reduzieren und ja, den Stress loszuwerden. Und dazu passt dann auch mein vierter Tipp, der lautet nämlich entspann dich. Und zwar mithilfe der diversen Entspannungsmethoden, die da draußen frei und kostenlos zur Verfügung stehen. Progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Yoga, all das sind effektive Methoden, um Stress zu reduzieren, um dich zu entspannen. Und das ist ganz wichtig für Menschen mit chronischen Schmerzen, weil dieser chronische Schmerz ja zu chronischer Anspannung führt, zu so einem chronischen angespannt sein, was man eben über Entspannung wieder reduzieren kann, wieder ausgleichen kann. Es gibt zahlreiche geführte Meditationen, Entspannungsmethoden auf YouTube, auch auf meinem Kanal wirst du da ein paar finden. Es gibt CDs, die du im Handel erwerben kannst. Du kannst dich auch mal bei deiner Krankenkasse nach einem Kurs informieren. Lerne da einfach irgendeine Entspannungsmethode, die für dich richtig gut funktioniert und wende die dann in deinem Alltag an. Fünftens, bewege dich. Anspannung wird nämlich auch über Bewegung wunderbar und effektiv abgebaut. Eine kräftige Muskulatur kann Schmerzen lindern und eben gegen diese Anspannung helfen, die den Schmerz ja verschlimmert. Oft nehmen wir auch bei Schmerzen eine Schonhaltung ein,
um uns eben zu schonen, zu bewahren. Aber das ist nicht immer angezeigt. Oft ist es nämlich sogar besser, sich zu bewegen, um Muskeln, Knochen und Gelenke zu stärken. Außerdem setzt Bewegung natürlich auch Glückshormone frei, die deine Stimmung helfen und dir einfach ja, zu einem höheren Wohlbefinden beitragen. Natürlich gilt hier aber auch immer in Absprache mit deinem Arzt. Sechstens, meditiere. Es gibt Studien, die zeigen, dass Meditation wirksam gegen chronische Schmerzen sein kann oder hilfreich bei chronischen Schmerzen. Denn Meditation ist im Grunde Aufmerksamkeitslenkung. Und wenn du lernst zu meditieren, lernst du somit deine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Anker zu lenken und ihn gleichzeitig von deinem Schmerz wegzuziehen. Und das verschafft eben die Linderung. Ich bin sicher, das kennst du auch schon aus deinem Alltag, selbst vor den chronischen Schmerzen, dass wenn man sich auf den Schmerz konzentriert, wird der immer schlimmer. Und wenn man aber abgelenkt ist, was anderes macht, dann tritt der für einen kurzen Moment in den Hintergrund. Und ja, das verschafft uns so ein bisschen eine Pause und Ruhe von diesem Schmerz. Auch Hobbys, die viel Konzentration erfordern, können daher gut von Schmerzen ablenken. Und da sind wir auch schon beim siebten Punkt, nämlich unternimm Dinge, die dir Spaß machen. Und ich weiß, das ist etwas, worauf du jetzt wahrscheinlich keine Lust hast, wenn dieser Schmerz die ganze Zeit da ist. Aber es ist gerade dann etwas, was dir hilft. Denn auch hier wieder, Dinge, die dir Freude bereiten, lenken dich vom Schmerz ab. Sie verschaffen dir Glücksmomente und sie bereichern dein Leben. Wenn wir Dinge tun, die uns Freude machen, dann werden Endorphine ausgeschüttet, die wie körpereigene Opiate, also wie körpereigene Schmerzmittel wirken und den Schmerz reduzieren können. Achtens, suche Kontakt mit anderen. Dich zu isolieren, das ist irgendwie so ein bisschen natürliches menschliches Motiv. Wenn es uns schlecht geht, dann ziehen wir uns eher zurück. Aber das trägt immer noch dazu bei, dass wir noch mehr unangenehme Gefühle haben, dass wir in Selbstmitleid versinken, dass das Leben noch trostloser wird. Deswegen versuch, den Kontakt zu Freunden und Familie nicht abbrechen zu lassen. Such eventuell auch eine Selbsthilfegruppe auf, um mit Gleichgesinnten zu sprechen, um dich austauschen zu können, um Trost zu bekommen. Vielleicht noch weitere gute Tipps, die dir helfen können und vielleicht auch einfach, um die Erfahrung zu machen, dass du nicht allein in dieser Situation bist. Neuntens, sei gut zu dir selbst. Weil dein Körper dir ja diese Schmerzen bereitet, bist du wahrscheinlich gerade nicht besonders gut auf ihn zu sprechen. Aber das Letzte, was du jetzt brauchst, ist eben auch noch mit dir in einem Kampf zu stehen, deinen Körper abzulehnen und ihn oder dich zu bestrafen für den Schmerz, den du empfindest. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann trösten wir ihn, dann nehmen wir ihn in den Arm, dann sind wir besonders liebevoll und schenken ihm besonders viel Zuneigung. Und genau so solltest du auch mit dir selbst umgehen. Mit ganz, ganz viel Selbstmitgefühl, mit viel Verständnis, mit Nachsicht und mit liebevollen Aktionen, die dir und deiner Seele gut tun. Es fördert dein emotionales Wohlbefinden und deine Lebenszufriedenheit. Zehntens, finde heraus, was für dich passt. Mit dem chronischen Schmerz kannst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr alles, was du früher tun konntest. Aber statt aufzugeben und auch hier wieder die Situation zu verschlimmern, dich noch schlimmer zu fühlen, alles noch trostloser zu machen, versuch lieber, dein Leben flexibel anzupassen. Das heißt, für dich herauszufinden, was denn noch funktioniert und was für dich klappt. Also vielleicht kannst du nicht mehr joggen gehen, aber vielleicht klappt es, Rad zu fahren. Vielleicht kannst du nicht mehr stundenlang am PC sitzen, aber kurze, effektive Arbeitseinheiten funktionieren noch. Versuch einfach ein bisschen auszuloten, was für dich in der aktuellen Situation noch funktioniert. Elftens, nutze mentale Übungen. Es gibt viele Möglichkeiten, mithilfe deiner Gedanken mit dem Schmerz umzugehen. Zum Beispiel Übungen, bei denen du dir einen Fantasieort kreierst, einen sicheren Ort, an den du dich zurückziehen kannst, wenn der Schmerz überhand nimmt. Oder Übungen, bei denen du den Schmerz visualisierst, ihn dir bildlich vorstellst und ihn dann in Form und Qualität veränderst. Oder auch Übungen, bei denen du visualisierst, wie du wieder vollständig gesund und schmerzfrei sein wirst. Und all diese Vorstellungsübungen sind kein Hokuspokus, sondern die sind wissenschaftlich erwiesen und können dir Linderungen verschaffen. Und da wären wir auch schon beim 12. Punkt, nämlich bleib offen für Heilung. Denn wenn du mit der Erwartung rangehst, das ist jetzt eh alles vorbei und mir hilft eh nichts, dann wird dir auch nichts helfen. Auch das ist wieder ein wissenschaftlich erwiesener Effekt. Nocebo nennt er sich, das ist das Pendant zum Placebo-Effekt, bei dem allein die Erwartung, dass dir etwas hilft, dir eben helfen kann. Und das zeigt, wie wichtig und wie entscheidend unsere Erwartungshaltung auch ist. Sie hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, deswegen versuch, optimistisch zu bleiben und eben offen für die Möglichkeit, dass du wieder gesund sein wirst, dass du wieder schmerzfrei sein wirst, dass du wieder ein schöneres und qualitativ hochwertigeres Leben haben kannst. Du siehst, selbst wenn du dich gerade hilflos fühlst und dir vielleicht auch dein Arzt wenig Hoffnung gemacht hat,
gibt es doch einiges, was du selbst tun kannst, um dir Linderung zu verschaffen. Ganz wichtig dabei ist aber, warte nicht auf die Wunderpille, die du einnimmst und dann ist alles gut und alles ist wieder wie früher, denn die gibt es nicht. Dieser Weg im Umgang mit den chronischen Schmerzen, der ist natürlich mit Anstrengung verbunden. Das ist jetzt erstmal alles neu für dich. Du musst mit völlig neuen, veränderten Bedingungen klarkommen. Das ist eine Umstellung. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung und eine Herausforderung. Aber solange es Hoffnung gibt, ist das Spiel nicht aus. Und diese Hoffnung, die gibt es. Also selbst bei meiner Recherche bin ich schon über Erfahrungsberichte von Menschen gestoßen, die wieder rausgekommen sind aus diesen chronischen Schmerzen, die sich ganz große Erleichterung verschaffen konnten, die einen Weg gefunden haben, damit richtig gut umgehen zu können oder diese eben auf ein Minimum zu reduzieren. Und vielleicht ist es auch sowas wie der 13. Tipp, dir solche Erfahrungsberichte auch durchzulesen, danach zu suchen und dich darüber inspirieren zu lassen und darüber eben auch die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es auch für dich einen Weg gibt und dass es auch dir wieder bald besser gehen kann. Denn vergiss nicht, psychische Faktoren spielen eine große Rolle bei chronischen Schmerzen, insbesondere die Bewertung des Schmerzes und deine Erwartungshaltung. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du einen guten Umgang mit deinen Schmerzen findest und am besten natürlich, dass du wieder ganz schmerzfrei wirst. Wenn du noch einen weiteren Tipp hast, irgendetwas, was dir geholfen hat oder was dir gerade akut hilft, dann schreib es unbedingt in die Kommentare. Ich weiß, dieses Video war sehr gefragt. Es interessiert sicher ganz, ganz, ganz viele. Wenn du was Positives zu berichten hast, auf jeden Fall her damit. Und ansonsten hoffe ich, das Video war hilfreich für dich. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ja. Abonniere gerne meinen Kanal für weitere dieser Videos, damit du auch keins mehr verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag hier wieder.